Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Ich stehe heute in Wendlingen unter Boingen und hier wird eine neue Baustelle eröffnet, und zwar im zweiten Abschnitt des Bahnprojektes Stuttgart-Ulm. Der erste Abschnitt, der Planfeststellungsabschnitt 2.1, und in diesem Bereich die Lose 1 und 2. Im Hintergrund dieser Neubau, den muss ich noch abklären, aber es sieht so aus wie nach einem Pflegeheim und Seniorenwohnungen. Auf dem Punkt ungefähr, wo ich stehe, kommt die Anbindung an die Güterbahnstrecke oder an die Anbindung an das Neckartal der Schnellbahntrasse. Entschuldigt jetzt bitte das Gegenlicht. Wir haben halt im Januar noch eine tiefstehende Sonne. Hier ungefähr wird der Tunnel unter der Autobahn durchgehen. Jetzt im Blick die Autobahnüberführung über die Landesstraße. Schon in 2015 haben umfangreiche Leitungsumlegungen und Baufeldfreimachungen begonnen. Die Hauptarbeiten wurden im Dezember 2015 vergeben. Einmal die Eisenbahnüberführung über die Landesstraße und die Bahnstrecke Plochingen-Tübingen an eine Arke der Firma Weiß, Leonhard Weiß, Göppingen und der Firma Bögel, Neumarkt Oberpfalz. Und der Tunnel, der Alpvorlandtunnel, wurde an eine Schweizer Bietergemeinschaft vergeben. Schauen wir uns einmal noch jetzt fast im Urzustand die einzelnen Bereiche an. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie schon erwähnt, finden hier seit 2015 in Unterboingen bauvorbereitende Maßnahmen statt, unter anderem Verlegung der einzelnen Leitungen der Leitungsträger, Ver- und Entsorgung. Hier sind wir in einem Bereich der Stilllegung des Bahnüberganges Schützenstraße, weil diese Straße, die wir jetzt hier im Bild sehen, wird später während der Bauzeit als Umleitungsstrecke benötigt. Ich mache einmal einen Rundumschwenk. Diesen Auftrag hat wieder eine heimische Firma, die Firma Moll aus Grübingen, Landkreis Grübingen. Und hier der Bahnübergang, der stillgelegt wird. Mit Blickrichtung Bahnhof Wendlingen.
stehe jetzt auf der südlichen Seite von der A8. In diesem Bereich kommt die Eisenbahnüberführung über die Landesstraße und später in diesem Bereich kommt die Eisenbahnüberführung über die Bahnlinie und die Landesstraße. Links hinter diesen Häusern, die rückgebaut werden, folgt dann das nächste Brückenwerk über den Neckar. Schwenken wir weiter nach rechts. Im Hintergrund hinter diesen Bäumen liegen die Bonacker Höfe, die werden zurzeit abgebrochen. Und hier beginnt dann auch der Voreinschnitt für den Tunnel Albvorland. Und weiter rechts verläuft die kleine Wendlinger Kurve im Tunnel, die in Oberbohingen aus der Strecke Tübingen-Blochingen. Auch hier in diesem Bereich wurde das Baufeld schon freigemacht. Diese Arbeiten müssen in der vegetationsarmen Zeit stattfinden. Hier wieder die Brücke der A8 über die Landesstraße mit Blickrichtung Wendlingen. Ich stehe jetzt oberhalb der Bonacker Höfe. Die Firma Fischer-Weilheim ist mit dem Rückbau dieses Bauerngehöftes oder dieses großen Aussiedlerhofes betraut. Hier im vorderen Teil erfolgte ein kompletter Abbruch. Die Gebäude waren nicht mehr zu verwerten. Kleine Anmerkung noch, hier in diesem Bereich liegt der Voreinschnitt und das Tunnelportal für den Albvorland-Tunnel. Schwenken wir noch einmal nach links. Im Hintergrund das Neckartal. Die unteren Hallen wurden von einem Landwirt erworben. Sie werden abgebaut und an anderer Stelle wieder erstellt. Die sind noch in einem sehr guten Zustand. Und so machen diese Arbeiten Sinn. Und im Hintergrund haben wir einen Blick auf Köln. Ja, diese Gerätschaften kennen wir aus Stuttgart. Systematisch wurde diese große Lagerhalle zerlegt. Und hier oben wird aufgeräumt.
bewegt habe.